Hallo Borkheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze mit den neuesten Nachrichten von aus und über Borkheide und drumherum. Jo, als erstes fangen wir mit der DLRG an. Die waren am Dienstag einer von 27 Vertretern aus 18 Sportvereinen, die der Einladung der Sportjugend Potsdam-Mittelmark zur Jahresversammlung in das Sportzentrum des gastgebenden Turn- und Sportvereins Grebs gefolgt sind. Zu Beginn der Mitgliederversammlung stand der außerparlamentarische Teil mit dem Thema Fördermittel für Kinder- und Jugendarbeit im Sportverein auf der Tagesordnung. Nach der Pause folgte im parlamentarischen Teil der Bericht des Vorsitzenden Fred Pfaff, welcher die verschiedenen Tätigkeitsfelder der Sportjugend im letzten Berichtszeitraum beschrieb. Abschließender Höhepunkt der Mitglieder war die Ehrung jugendlicher Vereinsmitglieder, welche sich neben ihrer eigenen sportlichen Tätigkeit zusätzlich noch bei anderen Aufgaben für den Verein verantwortungsbewusst engagierten. Folgende Jugendliche wurden dabei unter anderem ausgezeichnet. Einmal Maurice Baranowska, RSV Eintracht 1949 e.V., Leichtathletik, dann Johann Kaiser, DLRG Ortsgruppe Borkheide e.V., Chris Müller, TSV, Treuenbrietzen e.V., Tischtennis, Lukas Hermann, Judeschule Hermann e.V. Ja, vielen Dank, lieber Franz, und herzlichen Glückwunsch den ausgezeichneten, lieber Frank, ich komme schon durcheinander hier. Ja, herzlichen Dank, lieber Frank Wiens, und herzlichen Glückwunsch den Ausgezeichneten. Dann waren wir natürlich wieder beim Fußball, kommen wir aber später zu. Aber danach schnell nochmal nach Altborg gefahren, um das Saisonabgrillen bei der Hoffleischerei Ingo Kaplik mitzuerleben. Das war ja am Sonntagnachmittag bis abends. Dort gab es zum Beispiel auch unter anderem neu kreierte Hähnchenkeulensteaks zu verkosten. Wir waren mit der Kamera da, schaut's euch an. Hähnchen, Brötchen. Oh, lecker, guck mal, Brötchen. Richtig, selbstgebackene Brötchen. Und frag doch mal Ingo. Welchen Ingo? Frag doch mal Ingo, was das hier noch gibt. Und hier ist Ingo. Und hier ist, hier ist das zweite Teil von Ingo. Da ist die Franzi. Ja. Und ihr könnt und Brötchen, sind, wir können auch Brötchen backen. Ah, schön. Wir können auch Brötchen backen. Und sonst? Backen. Aufbacken. Sonst? Na, aufbacken. Aufbacken. Wir können auch Wurst, Hähnchen. Essen wir jetzt ein Brötchen oder was machen wir hier? Wenn ich jetzt hinter Tresen gehe und das Zeug einfach kaufe, dann gibt Wurst. Pass auf. Guck mal. Also wir machen mal hier, guck mal, in Altborg sind die komisch unterwegs. Wir haben hier Pseudokinder. Sind die unterwegs? Wir haben jetzt noch Grillknacker, wir haben noch Steaks, wir haben noch Bärlauchbratwurst, wir haben noch Hähnchenbrustfilet. Und wir haben noch ganz neu, muss man mitkommen. Die Bärlauchbratwurst ist die wir nächste Woche bei unserem Glühweinabend in Borkheide auch genau, haben, ne? Genau die. Genau. Moment. Jetzt hat er schon wieder die Kamera im Weg. So, und was haben wir hier? Hier haben wir Hähnchenkeulensteak. Also eine Hähnchenkeule, ausgelöst mit Knochen, mariniert. Sind sehr schön saftig und sehr. Gibt es nächstes Jahr neu in der Grillsaison. Wahnsinn, die probiere ich jetzt gleich. Gerne. Ja, super. Wir werden sehen, ob die Hähnchenkeulensteaks ankommen und zum neuen Renner werden hier in Deutschland. Jedenfalls hat's wieder Spaß gemacht. Dann kommen wir nochmal zum besonderen Abend. Das ist zwar noch eine Weile hin, am 1.12., aber wir möchten den noch schon mal mit ankündigen. Und zwar findet der um 17 Uhr im Foyer der Kita Borkheide statt und dort spielen Don Quixote mit dem Schauspieler René Schaar und das Gitarrenduo Canciones Españolas, Gerhard Koch, Darko und Erich E. Radke. Im Moment liegt die liebe Edda zwar im Krankenhaus, aber wir hoffen, dass sie am 1.12. wieder in gewohnter Frische da ist. Edda, wenn du uns hier hörst und siehst, wir wünschen dir alles erdenklich Gute und richtig gute Besserung, damit wir dich bald wiedersehen. So, dann noch eine Information vom Waldbad Borkheide. Dort ist es ja momentan relativ ruhig. Es ist eben gerade kein Badewetter. Aber auch die Saison ist noch nicht ganz zu Ende, denn am 15.12., auch noch eine Weile hin, um 15 Uhr geht es dort weiter, und zwar mit dem beliebten Weihnachtsmarkt. Und das wird dann die letzte Veranstaltung für dieses Jahr sein. So, jetzt kommen wir zum Sport. Und zwar Bockwurstpokal Motocross.
Während Marcel Mika ja mit seinem Team B2B Racing auf Rallye-Tour nach Gambia unterwegs ist, Berichte und Videofilme zu dem Thema gibt es täglich in unserer Extra-Reihe auf YouTube bzw. auf unserer Website und bei Facebook. Die Links findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Jedenfalls scheint Marcels Sohn Philipp in seinen Fußstapfen zu wandeln. Die Saison ist ja nun zu Ende dort und Philipp hat am 11.11. seine Siegerehrung bekommen. Und zwar hat er den ersten Platz erreicht in dieser Saison. Er bedankt sich ganz, ganz herzlich bei seinen Sponsoren, dem Landmal, FDM Service, Motul, Rema Fahrzeug und Landtechnik GmbH, Allianz Versicherung, Geißler und Ziemann OHG. Und wie er mitteilen lässt, war es für ihn eine sehr, sehr geile und schöne Saison. So hat er mir das geschrieben. Ihr habt die Bilder gesehen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Philipp. Das finde ich total cool. Ich muss auch mal auf so einen Bock raufsteigen und mal eine Runde fahren. So, dann kommen wir noch mal zum Fußball. Ganz tolles Ding am Sonntag gewesen. 3:0 hat Borkheide gegen Brück gespielt. Vormittags war die F-Jugend beim Spiel. Leider schaffen wir es natürlich nicht mal allen Veranstaltungen zu erscheinen. Wir bitten da natürlich auch um Nachsicht. Und hier haben wir natürlich auch den Spielbericht für euch. Bitte. Hartmut, schon wieder ein Heimspiel gewesen, seit langem schon, diesmal gegen Brück. 3:0 gewonnen. Ja. Top-Spiel gewesen, wir können nicht meckern. Sag mal, was du dazu zu sagen hast. Ja, 3:0 sagt nicht das aus, was ich im Spiel gesehen habe. Weil Brück war ein ebenbürtiger Gegner, definitiv, später in der zweiten Halbzeit. Da hatten wir das Glück, dass Brück mit seinen Chancen so kläglich umgegangen ist, sage ich mal. Ja. Sonst wäre das Spiel bestimmt noch anders ausgegangen. Für uns war es wichtig, dass wir in diesen entscheidenden Phasen, wo Brück am Drücker war, unsere Tore erzielt haben und damit diese Nadelstiche gesetzt haben, die dann letztendlich dann auch zum Erfolg geführt haben, der nicht unverdient war. Aber ja, es war ein schweres Spiel. Ein gutes Spiel fand ich von beiden Seiten. Auch die Platzverhältnisse muss man sehen. Bei mir musste man auch sehen, dass ich auf 4 Positionen die Mannschaft heute umstellen musste, weil doch der eine oder andere Spieler heute verhindert war, gesundheitlich, beziehungsweise in Freude Erwartung einer Vaterschaft. Ja. Und ja, da haben die Jungs das gut gemacht. Ja, aber guck mal, trotzdem, du es umgestellt hast, du siehst, das Team funktioniert, auch wenn mal Ausfälle da sind, was ja genau nicht von Hand zu weisen ist, ist nun mal so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch was ich im Publikum von den Fans gehört habe, ein sehr gefälliges Spiel gewesen. Die haben gerne zugeguckt, es hat den Leuten Spaß gemacht. Dann können wir uns ja glücklich schätzen. Wenn die Fans zufrieden waren, dann bin ich das auch. Ne? Ja. Super. Ja, und nächstes Wochenende ist wieder Sonntag in Redel, Auswärtsspiel diesmal. Ja. Mal sehen, wie viele Fans sich dahin mit verirren. Da aber ist aber Anstoßzeit dann 13 Uhr, glaube ich. 13 Uhr schon, okay. Ja, da ist 13 Uhr. Na, schauen wir mal, ob wir das schaffen, da hinzukommen. Ja? Ja, super. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. War ein cooles Spiel gewesen. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ja, war wirklich ein ganz, ganz tolles Spiel. Und wie schon gesagt, nächstes Wochenende um 13 Uhr in Rädel. Wer immer dahin möchte und der Mannschaft den Rücken stärken, macht Fahrgemeinschaften und ja, feuert die Jungs an. So, jetzt bleibt mir nur noch eins, und zwar das Wetter. Matze, es ist kalt, was sagst du dazu? Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Ganz schnell noch das Wetter. Ja, das Wochenende hat uns gezeigt, wie schnell es doch mit den Temperaturen nach unten gehen kann. Aber die Woche gleicht das ein wenig aus. Wir haben Temperaturen bis 8 Grad zu erwarten. In der Woche am Dienstag jetzt kann es sogar noch zu Niederschlägen kommen, im Südwesten von Brandenburg sogar mit Schnee oder Schneeregen. Das hängt da von den Temperaturen ab. Nachtfröste werden wir jetzt die Woche wenig haben, wenn 0 bis minus 1 Grad, also trotzdem aufpassen, frühmorgens könnten die Straßen glatt sein. Jo, dann wünsche ich mal eine schöne Woche und kommt gut durch das, noch herbstliche Grau. Tschüss! Ja, vielen Dank, Matze. Wir warten mal, ob es Schnee gibt. Wird ja immer so angekündigt, aber Matze sagt nicht. Wir schauen mal. Dann noch ganz zum Schluss in eigener Sache Glühweinabend. Genau, Borkheide News TV möchte auch den Jahresausklang mit euch anfeiern. Noch ist es ja nicht so weit, deswegen feiern wir an und startet deshalb am 24.11. ab 16 Uhr vor dem Jugendclub unsere zweite Glühweinparty mit Tee, Glühwein, Bratwurst, dezenter Hintergrundmusik und. Es gibt wieder Matze und auch Lutze zum Anfassen und auch Autogrammkarten haben wir diesmal für euch im Gepäck. Wir können gerne reden. Ihr könnt uns eure Wünsche mitteilen und wir nehmen auch gerne kurze Grußbotschaften auf, die wir dann, wenn ihr möchtet, am Montag mit in die Sendung nehmen. So,
Ach, ich habe tatsächlich noch was vergessen. Genau, das wollen wir doch nicht verschwitzen. Auch die Gaststätte am Waldbad hat sich auf den Winter umgestellt. Und zwar haben sie eine neue Speisekarte, wie man hier sehen kann. Neben diversen Pfannengerichten gibt es Nudeln, Burger und auch Pizza ist wieder im Angebot. Die Speisekarte kann man natürlich auch einsehen in der Gruppe Borgheide News und auch auf der Seite von Waldbad Verein wird die Seite eingepflegt, also die Speisekarte eingepflegt. So, das war's jetzt aber nun endgültig. Wir wünschen euch alle eine schöne Woche. Wir sehen mal, was die so bringt und sehen uns wieder mit der Montagssendung am nächsten Montag. Ansonsten zwischendurch täglich mit B2B neuesten Filmen. Das war's und tschüss, wie immer, euer Lutze.